für den Booms hier. So, für 80 Bauern und 555 Bürger. Zwei. Schaffe ich. So, ihr könnt auch mal ein bisschen mehr Steuern zahlen, ihr undankbares Pack. Na dann. Ja, ich bin ein grundsätzlich sympathischer Stadtherr. Hi, ein Kind bitte. Tag. So, da sind wir ja schon fast wieder in Rohrau-Mitte. Rohrau-Mitte, bitte. Was hab ich gesagt? Rohrau. Ist auch richtig. Nee, Rohrau heißt er. Nee. Doch. Nee. Doch, da bin ich mir ganz sicher. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Hallo. Eine Tagesdate doch. Bitte. Danke schön. Doch. Einmal Kurzstrecke bitte. Doch. Danke. Nee. Ja, wenn du es nicht glauben willst. Ne? Danke. Du willst ja nicht Rurale sagen, oder? Doch, natürlich. Jetzt schon. Das würde ich ja demnächst auch. Boah, auf Rurale war wieder Stau. Ja. Eigentlich ist da nie Stau, eigentlich ist da kommt man da immer ganz gut durch. Eigentlich schmeigentlich, sag ich da. Ja. Das ist mein Spruch. Das ist Jays Spruch. Stimmt. Drei. Was denn? Ich habe nur für zwei Kartografien Vorräte mitgenommen. Ist aber nicht schlimm. Ach. Eine Tageskarte Erwachsene hätte ich gerne. Das ist ja sehr schön. Ich verkaufe gar keine Tageskarte für Kinder. Aber nimm du mal die für Erwachsene. Hallo. Das ist teurer als die normale Tageskarte. So, schnell ist gerade grün. Genies am Werk da, du. So. Am Weiher. Oh, Weiher. Am Weiher. Oh, Weiher. Shania, so eine Scheiße hier, Shania. Ja, genau. Da gab's mal was. Als wenn man ein bisschen Werkzeug geben will. Guter Mann. Ist ja grün oder nur die Fußgänger grün hier? Ja. Finde ich gut, sowas gibt es ja durchaus in echt auch mal, dass die Fußgänger ein paar Sekunden früher grün kriegen als die Autos. Ja, Frechheit ist das. Ich fühle mich ja diskriminiert dadurch. Und von Frauenparkplätzen fühle ich mich auch mal sehr diskriminiert. So. Hallo. Da will ich ja nicht parken. Hast du das nicht mitbekommen, dass der eine da gegen Frauenparkplätze vorgegangen ist? Weil er sich davon diskriminiert fühlt? Ja, das ist eine schwierige Sache, ne? Nee, ist relativ einfach. Das ist bescheuert. Frauenparkplätze sind in der Straßenverkehrsordnung nicht vorgesehen. Ja. Das Problem ist, dass die meisten Parkplätze von privaten Betreibern sind. Die kann natürlich in ihren Hausregularien andere Sachen vorschreiben. Als hier fehlen wieder 2 Tonnen Werkzeug zum Schutz, ja.
als in der SCVO vorgesehen. Ja, genau. Das ist halt so das hüpfende Korbmeister. Ich park dafür immer mit Mutter ein eiskalt auf Mutter-Kind-Parkplatz. Ja, ist ja okay. Ja. Denk mir auch. Kannst halt auch am freien Parkplatz parken. Kann dir keiner nachweisen, sobald du ausgestiegen und nicht mehr am Auto bist. Sagst du einfach, ich identifiziere mich heute als Frau. Ja. Wenn du zu zweit unterwegs bist, lässt die Frau fahren. Ja, so weit kommst du. Ich brauche ja nur den Wagen aus der Parklücke setzen, danach kannst du ja weiter fahren. Warum nicht mal vom Ticketcontroller wegrennen, wenn man eine gültige Fahrkarte hat? Bus-Simulator. Im Bus-Simulator. Ja, hier Bus-Simulator 2018, da rennst du doch auch mal von mir weg, wenn ich. Ich renn da nicht von dir weg. Du bist auch von meinem Bus schon weggerannt. Ja, wollte doch gucken, ob ich schneller an der nächsten Haltestelle bin. Ja, und ich bin eiskalt durchgefahren. Ja, aber ich war schneller an der nächsten Haltestelle. Ach, das war lustig. Das sollten wir eigentlich mal wieder spielen. Ja, können wir mal tun. Diese Woche wohl nicht mehr, Badliste. Nein, das läuft ja nicht weg. Das ist richtig. Aber mit dem Bus kannst du wegfahren. Das an sich völlig richtig. Das Beste fand ich immer, noch, wenn du als Kontrolleur mitfährst und dann steigt der Fahrer aus und du übernimmst das Steuer. Sind sie ein Geist? Ja, das ist hervorragend. Ihr fahrt Geister! Nein, ihr fährt nur der Kontrolle. Ja. Noch. 15 Tonnen Waffen. Riecht die hier jetzt her? Da brauche ich auch Kaufleute für, das ist doch scheiße. Da muss ich jetzt ja erst Gewürze. Oh. So. Da muss ich mich jetzt ja erst wieder beim Sultan einschleimen. So. Jetzt sind wir fertig mit der NA. Alle raus, ne? Hast du es dann um sie? Ja. Gut. NE3 kommt jetzt direkt im Anschluss, habe ich gesagt, ne? Hier sind es noch 23 Minuten, die stelle ich mir ein bisschen vor. Kannst du bitte mal richtig vorlesen? Die Anzeige da oben zeigt halt noch was an. Ja, es ist die Anzeige wieder. Guck mal, Friedhelm will an der hintersten Tür einsteigen. Hallo. Hintertürler. Ja, in Tür 3. Da ist aber kein Einstieg. Huch. Was ist das denn hier? Guck mal, so baut man Backdrops. So macht man Witze. Ja. Man lässt einfach die Straße um eine Kurve gehen und die endet dann hinter der Kurve. So.
noch viel vor uns. Ich weiß, ich kenne die Linie. Oh, fast eine Stunde noch, ne? Heidhausen und dann ist es die... Eigentlich die 184 ab Heidhausen, ne? Bis auf, dass ich nicht am Ikea vorbeifahre. Verrückte Sache. Na denn, mal los. Also muss ich nur Seile herstellen. Stress. Hat mir doch mein Arzt extra verboten, den zu treffen. Der hat noch nie Anno gespielt. Denn in die Seilerei, ja. Ja, das werden so halbe Stunden Folgen. Das ist auch eine nette Folgenlänge. Ja. Aus der Spandauer Aufnahme mache ich wahrscheinlich 3 Folgen, nach 15. Guten Tag, hallo. Das passt auch ganz gut. Ach, da wird ein ausgesperrt, das wollte ich natürlich nicht. Obwohl, vielleicht wollte ich es doch. Du kleiner Revoluzzer. Ja. Ach, Grundvoraussetzung, wenn ich jetzt schon müde bin. Bestimmt gut. So. Läuft. Gestern bin ich auch erst nach 4 eingeschlafen, also von daher. Ja, richte dem Kaiser aus, er möge mich am Arscheln. Ja. Frei nach Götz von Berlichingen. Dann kommen Sie mal rein. Gucken Sie sich mal an, wie es hier im Bus aussieht. Guten Tag. Dann kommen Sie mal rein. Mal rein. Mal rein. Oh, kommen Sie doch mal rein. Also, man sagt ja eigentlich, kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Aber wenn die Fenster so dreckig sind, dann kannst du das nicht mehr sagen. Dann kommen Sie rein, können Sie sich ansehen, wie es hier drin aussieht. Ja, und mit hier gehen Sie schon eingemacht. Ja, hier, da sind Sie noch. Verwöhntes Pack, jetzt ist die Nudattel. Eine der beunruhigendsten Nachrichten in Anno. Die Nahrungsmittel werden knapp. Ja. Alles. Was findet ihr? Statt auf deinem T-Shirt. Zur Variante. Dann sind wir gleich schon zum dritten Mal am Hauptbahnhof. Auch hübsch. Ja. Und zum letzten Mal für diese Zeit. Also genießt das für. Wir sind gleich zum letzten Mal am Hauptbahnhof für lange Zeit. Ja, Tobi möchte sich mal wieder Qualitätskarten zuwenden. Ja. Der wird immer wieder ein bisschen Ruhrgebiet fahren.
10 Stunden Dienst 389. Also wenn James da einen Livestream zu macht, dann fahre ich mit. Echt? Aber bitte, das tust du dir an. Das wird James nicht tun, also von daher kann ich das nicht sagen. Das ist völlig korrekt. Der hat die Karte ja selber wieder deinstalliert, hat er. Ja, ich kann es nachvollziehen. So, guck mal, schon mal 2 Minuten gespart von der Fahrzeit, Leute. Hallo. 2 Minuten zu früh am Hauptbahnhof. Mahlzeit. Hallo. Leider nur für eine kurze. Dankeschön. Das ist Einsatz. Ja, dann kann ich gleich mal 2 Minuten vorstellen. Jede Minute hier aus, um früher ins Bett zu kommen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich hier Vollgas über die Karte fahre. Das mache ich sowieso schon die ganze Zeit. Ich glaube dir eh keiner, dass du nicht Vollgas fährst. Ja, nicht so wie du. Nee, das will ich auch keinem empfehlen, das ist ungesund für den Knochen. So zu fahren wie du? Ja, wir haben ja Beweise, dass du sogar teilweise schneller fahren kannst als Julian. Das war nicht schwierig bei seinem Schneckentempo. Ja, der ist ganz schön gerast durch Tettau damals. Hat er gemütlich gefahren, ist der. Der soll nicht immer so erzählen, der soll nicht immer so viel erzählen. Gras ist ein ganz anderer. Ja, du. Deswegen, das lag alles am Fahrplan-Update. Ja, deswegen war ich so langsam unterwegs wie James. Siehst du? Weil es am Fahrplan-Update lag. Was, by the way, scheiße war. Weil? Fußpulen? Wie das Fahrplan-Update oder dieser Fahrplan von Schleswig-Holstein für diese Karte. Das ist. Der ist feige. Ich möchte diese Leute beleidigen. Ja, mach doch. Nee. Jetzt ist die einmalige Linge. Ich nicht. Hier mal grün machen, Ampel. Nicht die ganze Nachtzeit. Verstehst du? Nicht? Ich habe Nachtdeckst. Guck mal, hier lebt der Bär direkt im Kontor. Finde ich gut. Hier leben doch Mensch und Natur in Einklang. Ja, hier ist eine Bärenhöhle als Rohstoffvorkommen. Direkt daneben ist das Markthaus. Und da läuft hier gerade ein Bär durchs Markthaus. Was zu erwarten ist, wenn du ein Markthaus neben die Bärenhöhle setzt. In der übrigens 1494 Tonnen Bär drin ist. Aber viele Bären. Oder ein sehr großer. Ich hoffe nicht, dass der durchs Markthaus läuft, der ist danach platt. Wofür brauchst du denn Bären? Später für Pelzmäntel.
Aber später ist er auch in diesem Szenario nicht mehr zu erreichen. Also brauchst du es. Nee, das ist so ein Adligenbedürfnis. Dafür habe ich jetzt meine Patrizia, dann läuft's. Heidhausen, ich komme gleich. La la la. Auch schön, die Melodie. Das stimmt. Ich warte auf eine Tonne Stein. Sie ist da, wie fein. Naja, komm hier. Oh mein Gott. Hat er nicht gesagt. Hast du mich gerade kritisiert? Kann ich nicht ab. Kann ich nicht mit umgehen, ich bin so ein zartes Pflänzchen. Du Arschloch! Arschloch. Hallo. Oh. Einmal nur. Halt doch mal! Hört ihr den Krankenwagen auf oder bilde ich mir den nur ein? Ich höre ihn nicht. Wow. Wir hatten heute einen vorm Haus stehen, das fand ich wieder sehr interessant. Echt? Das Problem war ja, ich musste ja aus der Einfahrt raus. Da ist er. So. Und da musstest du dich an dem vorbeiquetschen, oder was? Na, nicht wirklich, aber. War auch nicht mega viel Platz. Achso. Wurde ich jetzt gerade für diesen wunderbaren Auftrag mit 40 Tonnen Salz belohnt. Schön. Was soll ich denn damit? Kochen. Danke. Komm noch zurück. Oder streuen. Das schon eher. Zollware Bücher. Morgen. Ein Kilo Salz. Danke. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, nochmal bitte. Danke. Sehr gut. Bin gleich schon in Heidhausen. Von da sind es ja nur noch 40 Minuten. Ja, aber immerhin nur noch 40 Minuten. Ja. Thank you.
2000. So, dann wollen wir den mal eben den Krieg erklären. So, dann haben wir den mal eben den Krieg erklärt. So, dann zerbomben wir den mal kurz den Kontor. Aus dem Brückenkopf bilden. Nicht zu schnell in die Kurve, sonst beschweren sich die Fahrgäste. Ganz gutes Tempo erwischen, glaube ich. Ja, da sind gar keine Erlen am Erlenweg. Der Busfahrer fährt aber ganz schön schlecht. Eigentlich fahre ich gut, ihr merkt das nur nicht. Verrückt aber auch. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Good morning in the morning. Wer war das nochmal? Dschungelcamp 2016. Der wer? Sonja Zietlow. Nee, irgendwie, irgendwer anders kam ja mit dem, die Ecke, mit dem Spruch. Einer von den Kandidaten da. Stimmt, der Wendler. Ist der Wendler da? Oder? Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Siehst du, so unwichtig ist das. Natürlich. Och, Militär ist in Anno immer so spannend. Wieso? Was so furchtbar behäbig ist. Hör mal, 2010 hat angerufen, ne?
Naja, die wollen den Witz wieder. Kriegen sie aber nicht. Frech. Das ist frech. Hm. Danke sehr. Ja. Hallo. Hallo.